denn das? Ist der neueste Scheiß. Ist das für Fotografen? Was kostet das? 20 Mark. Nee, das nehme ich mit. Hier, komm. Okay, danke. Tschüss. Stehen wir jetzt endlich. Das Heft in der Hand. Das Heft in der Hand. Das ist fast ein Buch, so dick ist es. Es ist fast ein Buch. Und im Hintergrund kann man erkennen, wir sind weder in deinem Heimatland noch in meinem Heimatland. Wir sind in Hamburg. Philharmonie, genau. Genau, wir waren nämlich gerade auf einem Workshop mit richtig tollen Leuten. Und heute haben wir so ein bisschen das Thema mal unser neues Magazin. Pixel Pieper Magazin. Ich würde das einfach schon mal in die Kamera so ein bisschen reinhalten. Genau, da wir ist zeigen es gleich noch ein paar Close-Ups davon. Es ist irgendwie, es ist schon nice, oder? Es ist richtig geil geworden. Ich bin voll happy und voll stolz drauf. Ich auch. Also wir haben jetzt, sage ich mal, ungefähr ein Jahr daran gearbeitet, das Ding jetzt auf die Beine zu stellen. Und wir haben jetzt auch coole Partner bekommen dazu, die uns auch unterstützen dabei, gerade für die Erstauflage. Wir haben es gestern schon so ein bisschen angeteasert, auch in unserem Workshop bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und jetzt ist mal so in den Händen zu halten, ist schon echt richtig genial. Wir haben Gäste dabei, wir haben den Dennis Oswald dabei, wir haben den Nikolas Alexander Otto dabei und wir haben die Katja Seidel dabei. Genau. Also richtig cooler Content. Genau, vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz darauf ein, warum es eigentlich dazu gekommen ist. Ja, also warum? warum? Genau, also im Grunde, wir beide kennen uns ja eher durch unseren Podcast. Und genau, wir sind ja auch, sage ich mal, geografisch sehr weit auseinander eigentlich. Ja. Also ziemlich viele Autofahrstunden. Und ich hatte Olli damals angequatscht, schon jetzt schon länger als ein Jahr. Ne? Mhm. Wir machen ja den Podcast schon im zweiten Jahr jetzt. Genau. Und da kam einfach die Idee, okay, lass uns erstmal einen Podcast machen. Und aus dem Podcast heraus haben wir uns dann auch mal persönlich getroffen. Und da sind wir quasi gleich, waren gleich in Love, will ich jetzt nicht sagen. Gleich so eine Wellenlänge, ja, ne? Genau. Also mir geht es zumindest so. Ihr sagt nichts ja, Falsches. Ich, vor der Kamera sage ich okay, da jetzt nichts. Genau. Und irgendwie kam dann so die Idee von mir so ein bisschen, dass ich sagte, okay, wir haben doch so tolle Sachen auf unseren Festplatten liegen. Du fährst immer so weit weg und fliegst so weit weg und bist so viel unterwegs. Du auch. Ich auch, genau. Und wir müssen irgendwas machen, was wir nachhaltig irgendwie produzieren können. Wo wir das einfach mal alles unterbringen können, ne? Die Storys hinter den Bildern. Und genau. Es sind ja nicht nur Storys, es sind ja auch viele großflächige Bilder drin. Genau. Es sind halt auch wieder so ein paar kleine Anekdoten drin. Und Pixel Pieper, der Titel, passend zum Podcast. Genau. Insofern, ja. Also, Titelstory vielleicht nochmal. Also wir haben dieses Mal gesagt, Olli hat mir so ein schönes Bild geliefert für das Titelbild. Und da habe ich gesagt, Olli, du musst das Bild, das nehmen wir für das Titelbild. Ich bin da super stolz drauf, weil es einfach total geil aussieht. Also man muss sagen, es passt einfach perfekt für so ein Magazin. Es ist einfach total stimmig, wenn man es in die Hand nimmt, finde ich jetzt. Wir müssen uns wieder ein bisschen selbst beweihräuchern, das ist jetzt einfach so. Das kennen wir ja. Aber Titelstory ist Färöer auf jeden Fall. Und ich sag mal so, wer noch nicht auf den Färöerinseln war, für den ist das, glaube ich, richtig genial. Ich glaube, wer das Magazin durchblättert, wird definitiv Bock auf die Färöer haben. Würde ich auch sagen. Ja. Dann haben wir Ostsee dabei, ne? Mhm. Also richtig viele. Jede Menge Spots. Spots an der Ostsee von dir, entlang. Auch ein paar von mir, aber du hast, glaube ich, einen Großteil Ostsee gemacht. Genau. Dann haben wir Gear, so ein bisschen Gear Talk. Was haben wir eigentlich so dabei? Was nutzen wir eigentlich so zum Fotografieren? Wie wichtig ist gutes Equipment? Genau. So ein bisschen Filterfotografie haben wir dabei, Ausblick haben wir dabei. Und halt, was ich auch richtig geil finde, wie du schon sagtest, ne? Also die drei richtig geilen Gastbeiträge, ne? Genau. Also das ist schon, also Dennis hat ihr Extremwetter so ein bisschen, ne? Also Storm Chasing, sag ich mal, ne? Sowas ist Tornado, dabei. Tornado, Jagd und sowas, alles drin. Katja hat Polarlichtjagd dabei und das ist auch richtig, also. Auch geil, richtig cool. Also wirklich. Und Alex war auf Spitzbergen mit dem Segelschiff. Das sind auch nochmal Bilder, die man sonst so nicht kennt. Also habe ich vorher noch nie gesehen. Also ich habe auch richtig Bock gehabt, so, ich dachte so, ne, da müssten wir eigentlich auch mal hin. Ja, definitiv. Also das ist schon so ein Ziel, wo ich sagen würde, so krass, also da hätte ich Bock drauf. Also von daher. Wir hätten jetzt Bock drauf, wenn ihr da auch Bock drauf habt, würde ich sagen. Insofern, genau. Wir starten jetzt quasi, wenn ihr das Video seht, starten wir mit dem Vorverkauf. Ja. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr da Lust drauf habt und fleißig bestellt. Beim Mike im Shop oder bei mir im Shop. Ist völlig egal, Preis ist derselbe.
Wie lange wir den Vorverkauf machen, müssen wir noch überlegen. Blenden wir ein. Genau. Ja, ansonsten. Vielleicht ganz wichtig nochmal, warum wir jetzt quasi unsere beiden Shops bedienen. Das ist erstmal für uns einfach logistisch erstmal nicht anders möglich. Wohin? Ja, der hupt uns hier einfach an. Nein, es ist logistisch nicht anders möglich erstmal, ne? Und wir müssen erstmal gucken, jetzt, wie es quasi auch läuft. Deswegen ist der Vorverkauf erstmal eröffnet, dass wir quasi gucken können, wie viele Bestellungen so reinkommen, damit wir einfach wirtschaftlich damit arbeiten können, sage ich mal. Das ist wichtig, das wisst ihr wahrscheinlich selber auch, wenn ihr ja andere vielleicht Sachen bestellt oder kauft bei anderen Leuten, dann ist es halt nicht ganz so einfach, um so trivial, um es mal so auszudrücken. Ja. Ne? Hat auch was mit der Steuer so ein bisschen was zu tun und so ein bisschen mit dem Verkaufen und sowas. Und an dem Punkt sind wir noch nicht. Das bedenken wir fürs nächste Mal aber sehr stark. Aber fürs erste Mal könnt ihr quasi in jedem Shop bestellen und es ist wieder völlig egal. Genau. Wenn das Magazin bei einem vom ausverkauft sein sollte, was wir hoffen, dann geht einfach auf den anderen Link von dem anderen Typen. Also entweder geht es zu Olli andere Typ. Oder geht zu mir auf den Link. Genau. Und dann findet ihr auf jeden Fall noch ein Exemplar, würde ich jetzt behaupten. Wenn das mal doch so krass sein soll, dass ausverkauft ist, dann müssen wir sowieso nachsteuern. Dann gucken wir einfach, wie es passt und würden den Shop einfach wieder neu eröffnen. Ja, ne? Genau. Vielleicht nochmal zur Haptik. Wir haben jetzt hier insgesamt 130 Seiten. 132. 132 Seiten? Nee, oder? 130. 100, also ja, mit Umschlag. Oh, ne? Da haben wir einen Fehler. Spaß. Nein, also 132 Seiten hat das Magazin. 170 Gramm Papier. Mhm. Also es, wenn man es aufschlägt, ist es halt auch einfach, es macht einfach Bock, weil es auch sehr großflächig tatsächlich ist. Passt sich wirklich sehr, sehr gut an. Ne? Genau. Und die Farben kommen gut rüber. Wir haben jetzt hier, sag ich mal, den ersten Probedruck uns machen lassen, dass wir so ein bisschen abschätzen können, okay, wie das eigentlich aussieht. Und bisher können wir sagen, das passt alles soweit. Das Magazin ist zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir hier gerade drehen, noch so im letzten Lektorat quasi. Aber wenn das nachher quasi fertig ist, dann können wir voller Stolz auch dann nachher sagen, dass wir das Magazin entsprechend rausbringen können und dass es dann auch wirklich tippitoppi fertig ist. Würde ich so sehen. Ja? Ist jetzt schon fast tippitoppi. Also wir sind bei 99,9%, würde ich jetzt behaupten. Ne? Genau. So. Letzte Worte? Nö. Letzte Worte. Wir blenden noch mal die Webseite noch mal ein. pixelbieber-magazin.de. Könnt ihr gerne mal draufschauen. Genau. Da findet ihr auch noch einen kleinen FAQ-Bereich, noch weitere Informationen zum Magazin, zu uns noch mal so ein bisschen. Und ich glaube, es richtet sich an alle Menschen, die einfach Bock haben, rauszugehen, die Inspiration so ein bisschen auch brauchen, Motivation auch brauchen. Also ich habe so das Gefühl, wenn ich das in die Hand nehme, dann habe ich einfach selber Bock. Und es ist halt auch super vielfältig. Also wir haben nicht nur ein Thema, was wir behandeln, sondern wir haben eine ganz große Bandbreite, wo eigentlich auch jeder mal hin kann. Klar, Fähre jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber wenn man jetzt nicht fliegen mag zum Beispiel, aber sonst generell Ostsee ist halt super viel dabei. Ist für jeden erreichbar. Genau. Und das wollen wir eigentlich auch so beibehalten. Wir wollen das sehr groß, also sehr breit aufstellen, das Magazin, dass wir möglichst viele von euch auch erreichen können und dass für jeden was dabei ist. Ja? Würde ich sagen. Okay, also gerne bestellen. Los. Link in der Videobeschreibung. Ciao, ciao. Ciao, ciao.